Guten Morgen, ich bin gerade aufgewacht. Es ist kurz nach 9. Ben hat uns die ganze Nacht eigentlich richtig schlafen lassen. Er hat, glaube ich, um 2 Uhr nochmal eine Flasche getrunken. Und dann hat er uns bis eben gerade pennen lassen. Richtig toll. Er ist gerade gewickelt, nochmal neu angezogen. Und jetzt nehme ich ihn mal mit und packe ihn zu den Mädels, weil die sind nämlich auch noch am Pennen. Also so langsam wachen sie, glaube ich, auf. Und ja, da bringe ich ihn mal hin. Kaya schläft auch noch. Ach, Amy ist schon wach. Und Mia ist auch schon wach. Ich habe nicht Amy geärgert, ich habe nur geschlafen. Amy, hat sie dich wirklich nicht geärgert? Wer möchte Baby Ben haben? Ich. Du. Wir müssen ihn in zwei Hälften zerteilen. Wer möchte welche Hälfte haben? Ich möchte den Oberkörper. Ich möchte ihn. Warte mal. Ah, ein Handy. Es ist immer bei mir. Ja, das stimmt. Du musst deine Beinchen mal ein bisschen zudecken. Drauf. Amy macht schon wieder hier irgendwelche Musicalies, ne? Morgens um 9. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Und du hast Amy nicht geärgert? Naja. Naja? Naja. Okay, Kaya. Truppenkuscheln wollte ich dir. Amy, du hast doch Zähne. Ja, ich kann ja. Ich helfe dir, Papa. Hey, du hilfst Papa? Ich dachte, du bist auf Amys Seite. Oh, Mia. Du hast dich schon entschieden. Nee, Mia will Hopfen. Oh, oh. Und Baby Ben guckt hier. Hopfen geballt. So, Baby Ben fehlt noch. Was? Baby Ben! Ja! So, oh, alle vollständig. Ja, jetzt sieht man dich schwierig, aber okay. Bumm. Und ich fehl auch noch. Nee, wir wollen das Bild ja nicht versauen. Das ist das Freitagabendsteam, ja? Ihr seht aus, als ob ihr Löffelchen liegt, so kuschelt. Ich? Du auch. Also es würde auch nur mein linkes Handgelenk absterben, ansonsten ist das echt bequem. Dein linkes Handgelenk? Und meine Hüfte tut gerade voll weh, wenn ja, ich auf sein Handgelenk weil Koyas Arm so schwer ist, nee, das macht er bei mir auch immer. Deswegen, weil sie so liegt auf meinem Handgelenk. Habt ihr denn schon Hunger? Noch ein Hotdog. Oh, wie er dich so in die Blase. Wir haben noch 32 Hotdogs. Nein. Wir nur noch 28 oder so. Nee. Was du erzählst, du weißt gar nicht. Ja, das gar nicht gefragt nach dem Abend. Ja doch, ich habe gehört, aufgeplatzte Würstchen. Ja, also erstens hättest du ja vorher recherchieren können, ne? Was hätte ich recherchieren können? Du weißt gar nicht, wie man... Du verbrichst meinen Fuß! A, hättest du die Kinder befragen können. Was hätte ich denn fragen sollen? B, hättest du mich befragen können. Nein, hättest du nicht. Mia, lass es bitte. Das tut Amy weh. Dich gehängt. C, hättest du Videomaterial sichten können. Bla, 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 bla. Ne, Baby Ben? Im Arm einer Blondine, das ist doch ganz toll, oder? Ja, das ist doch... Hat ja nicht genug davon. Ja, stimmt. Das ist doch sein Alter. Mia, lässt du es bitte? Du machst das doch gerade mit Absicht mit Amys Füßen. Nein. Natürlich. Mia, kannst du mal kurz runtergehen? Ich würde mich gerne noch zudecken. Weil man Papas Hintern sieht. Ich kann... Ich... Irgendwie wollte ich ins Gesicht pusten. Okay. Jetzt hör deine Windel aus. Ja, aber jetzt nicht vor der Kamera. Alles klar. Ah, er fummelt mir im Ohr rum. Na, bist du gefüttert? Es ist jetzt schon. Wie spät ist es denn? 10.14 Uhr und er hat die letzte Flasche, ich glaube, heute Nacht um 2 oder so bekommen, ne? Und irgendwie hat er noch gar keine neue verlangt. Deswegen dachten wir uns, wir füttern ihn jetzt erstmal ein bisschen mit Brei. Das ist so ein Gemüse. Gemüse sag ich schon. Früchte allerlei, ne?
Amy macht das ganz gut. Amy hat ja auch eine kleine Schwester. Ja, aber die kann ich nicht so füttern. Die ist erst 2 Monate alt. Die wird noch nicht gefüttert. Nee, die bekommt immer nur die Fische. Oder die Brust. Eine, die mir heißt ich natürlich. Du bist Amys Schwester? Oder von Baby Ben die Schwester? Mami, ich hab gesagt, ich bin von Amy ihre Freundin. Ach, die Freundin. So, ich räume jetzt mal weiter den Geschirrspüler ein. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Schwimmbad. Wir müssen aber noch mal ganz kurz bei so einem DHL-Ding vorbei. Kannst du nicht da vorne parken? Kann ich auch. Ich kann auch dann einfach darüber rennen. Wir müssen halt ein Paket noch von DHL abholen, weil da noch was drin ist, was wir zum Schwimmen brauchen. Deswegen bin ich ganz froh, dass das jetzt noch angekommen ist. Nee, für Baby Ben. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich das Paket in der Hand habe. Ich hoffe, es klappt alles. So, ich habe jetzt das Paket abgeholt. Hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Kaufe ich, zeige ich dir gleich. Also als erstes, ich mache jetzt mal so einen kleinen Mini-Haul. Ein kleines To-Go. Ein To-Go Amazon-Haul mache ich jetzt mal mit euch. Und zwar, ihr könnt das ja nicht sehen, weil ich mit meinem Handy filme, aber meine Schutzfolie für mein Handy ist hier schon voll kaputt und abgegangen und so. Und jetzt habe ich mir nochmal so eine Schutzfolie hier gekauft, so eine Panzerglasfolie. Und da müssten auch 2 Stück drin sein. Das ist leer. Wollen die mich jetzt verarschen? Ist das vielleicht rausgefallen? Ich muss mal kurz gucken. Alles klar. das ist einfach nur rausgefallen, weil hier war so, also das ist quasi dieses, so eine Packung gewesen. Und da war so ein Ding nur drum. Es war nicht verschweißt und es war nur so drum. Das ist halt abgerutscht. Und dann sind die Dinger halt, hier sind so diese Glasdinger drin, sind da rausgefallen für meinen S6 und das ist so ein Zweierpack gewesen. Und Koya muss seine Folie, bei Koya kann ich euch mal zeigen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier, wie kaputt das schon ist an der Seite. Und bei mir ist das halt schon voll abgegangen. Also bei mir fängt aber auch das Display an. Bei, zu brechen? Sich zu verfärben. Achso. Bei mir hält ein Handy maximal, also eigentlich immer genau 2 Jahre. Ja. Und naja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal für 6,99 diese Folie gekauft. Und ich packe die jetzt erstmal wieder hier rein, damit sie nicht kaputt ist. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Also das war einfach nur hier so drum gewickelt und das ist halt abgefallen irgendwie. Naja, kann ja mal passieren. Dann haben wir, oder habe ich das hier bestellt. Das ist so ein, sowas hatten wir für Mia auch, sowas ähnliches. Aber bei Mia hatten wir sowas wie so ein Auto. Da war sie aber auch schon ein bisschen älter mit so einem Dach und so. Das war auch ganz cool. Das konnte man so als Sonnendach und so benutzen. Wenn man zum Beispiel mal am See oder so war. Aber man hat sie immer voll schlecht da reingekriegt und wieder rausgekriegt. Und dieses Ding ist halt, ja, so ein bisschen für kleinere Babys, würde ich mal sagen. Und das ist auch so bis einem Jahr ungefähr. Dann ist das schon zu klein für unseren Dick. Ne, bis 15 Kilo steht das. Das steht da drauf, glaube ich. Ja, das können wir so 3 bis 4 Wochen benutzen. Naja, auf jeden Fall haben wir das jetzt gekauft, weil ich war letztens bei so einem Babyladen, wo ich auch die Karre und so angeguckt habe. Da gab es das auch und hat irgendwie 30 Euro gekostet. Und dachte ich mir so, Alter, Schwede, 30 Euro. Und hier ist das gleiche für 12 Euro. Ja, das habe ich jedenfalls geholt und wir wollen halt mal gucken, wie das so ist. Also ob Ben das toll findet. Und aber Ben findet ja allgemein Wasser toll und deswegen bin ich froh, dass das jetzt mit angekommen ist. Fahr doch nicht so dicht auf, Liebling. Fahr doch nicht dicht auf. Oh, ey. Mein Mann, wenn der Auto fährt, ne? Ich fahr den ganzen Tag auf. Ja. Ich bin froh, dass du noch lebst. Der fährt immer so dicht auf und mein Mann kann nicht Auto fahren. Ich steig hier gleich aus und ja, dann geht's nein, und dann tauschen wir. Nee. Dafür habe ich das hier noch geholt. Und das letzte, was ich gekauft habe, ist so ein Schnorchelset. So, also mit so einer Taucherbrille und so ein Schnorchelding ist da mit bei. Und das haben wir jetzt also nicht unbedingt zum Schnorcheln, sondern Amy macht Musical.ly da hinten.
Auf jeden Fall haben wir das nicht unbedingt zum Schnorcheln, sondern weil Koya ja diese Laser-OP hat und braucht halt eine Taucherbrille für die ersten, wie lange brauchst du das eigentlich? Für die ersten Tage jedenfalls fürs Duschen und so, ne? Nein, oder zwei Wochen. Boah, naja, und duscht Koya dann mit Taucherbrille. Und da wollte er nicht so eine kleine haben wie mir, ne? Weil er meinte halt irgendwie, das ist vielleicht der Druck auf die Augen irgendwie so ein bisschen komisch. Und da wollte er halt so eine große haben. Und die haben wir überall geguckt und die habe ich jetzt, glaube ich, für... Ich glaube, die hat auch 15 Euro oder so gekostet. Und ich dachte mir, für 3 Euro mehr gab es halt dieses Schnorchel-Ding damit bei. Und dann dachte ich mir, ach, das zeige ich dir gleich. Und da ist jedenfalls auch noch dieser Schnorchelstab damit bei. Und dachte ich mir, na, dann können wir das wenigstens nochmal auch außerhalb benutzen. Vielleicht gehen wir ja wirklich mal irgendwie, wenn wir mehr sind oder so schnorcheln. Oder wir können zum Beispiel heute das mit dem Schwimmbad mit ausprobieren, ne? Genau. Und dann dachte ich mir... Mit der GoPro schnorcheln. Ja, also mal gucken, wie das so wird. Und das für Ben und das hier nehmen wir auf jeden Fall mit in die Badeanstalt. So, und jetzt höre ich erstmal auf zu filmen, weil Amy macht da hinten die ganze Zeit Musical.ly's und Mia guckt Amy zu und Ben pennt und Koya fährt schlecht und ich muss aufpassen. Ich fahre schlecht am Arsch, Alter. Du kannst überhaupt kein Auto fahren. Na klar kann ich Auto fahren. Weißt du, was du im Jahr fährst? Das fahre ich in einer Woche. Ja, und? Aber du, wie viele Unfälle du jetzt in dieser kurzen Zeit fast verursacht hast? Ja, fast verursacht. Hast. Wie viele Unfälle habe ich denn verursacht, seitdem wir gemeinsam liiert sind? Ja, das ist nochmal eine andere Frage. Seitdem wir gemeinsam liiert sind, wer hat denn da länger seinen Führerschein? Hm? Ja, ich musste inzwischen zeitlich mal ein bisschen abgeben. Ja, 27 Monate. Yeah! Mhm. Macht mir das nach. Nein, macht's nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Storytime von Koya wollt, warum Herr G. 27 Monate seinen Führerschein abgeben musste. Hm? So, wenn wir eine lustige, nicht, doch im Nachhinein ist es mir jetzt inzwischen egal. Geschichte. Ja, lustig ist sie nicht, aber... Beschissen. Wir beschissen. 27 Monate kein Führerschein, ne? Also, ich habe meinen Führerschein seitdem wir zusammen sind länger. Weil ich habe ihn nämlich noch nie abgegeben. Ich wurde auch erst ein einziges Mal geblitzt. Ja, an so einer Stelle wie totendämlich kann man sagen, ja, nicht da blitzen zu werden. Ja, ich wurde hier geblitzt übrigens, ne? Koya wurde genau hier geblitzt, wo wir jetzt gerade sind. Also hier. Da vorne, noch ein paar Meter weiter. Hier ist das. Und hier ist so eine 40er-Zone. Um 3.58 Uhr. Ja, an seinem allerersten. 5 km/h zu viel. Genau. Behindert. Mitten in der Nacht sozusagen hat er seinen ersten Arbeitstag gehabt, ne? Oder erster oder zweiter Arbeitstag und ist hier. Bei seinem Ex-Arbeitgeber. Und das war quasi sein Weg hier zur Arbeit und da wurde er hier geblitzt. Naja. Ich wurde dann ein zweites Mal geblitzt an dem Tag, oder? Ja, also in der Woche, das war halt eine tolle Woche. Wo ich mir dachte, sein erstes Gehalt können wir gleich irgendwie an die Stadt Hannover überweisen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wurde ich erst ein einziges Mal geblitzt und Koya wurde schon öfter geblitzt, ne? Weil Koya, der mag nämlich Fotos. Wir wollten eigentlich wollten wir so einen Kalender basteln, weil das war alles vor Weihnachten. Und wollten so einen Kalender basteln mit Koyas Blitzerfotos. So für Januar ein Blitzerfoto, für Februar, das sieht ein bisschen anders aus. So. Aber wir hatten irgendwie nur vier. Wenn ihr das wollt und genug Likes kommen, ne? Dann machen wir, dann basteln wir für dann Weihnachten. Dann lasse ich mich mit Absicht blitzen. Und zwar im Januar, Februar, März, April, Mai. Genau. Bis zum Dezember. Ja, das wäre eigentlich wäre das mal eine richtig coole Idee, ne? Ja, aber das Problem ist, dass einmal mit Zipfelmütze und bei zu vielen Ordnungsgeldern wegen derselben Sache kannst du eine ernsthafte Lampe kriegen, ne? Gerade wenn dann irgendwas passiert, dann holen die das wieder raus, wenn ein Unfall passiert oder... Ja, dann müssen wir uns halt abwechseln. Wegen illegalen Straßenrennen. Mal du, mal ich oder so, ne? Naja. Du kannst doch gar nicht so schnell fahren. Du fährst doch 40 auf der Autobahn. Deswegen... Nein, ich fahre immer mit 80 hinterm LKW her. Ja. Weil ich mich immer nicht traue. Nein, mit dem hier geht es. Mit meinem Smart ist das immer total schrecklich. Koya guckt sich irgendwelche... Der ist eine 1200er RT. Irgendwelche Motorräder an hier, die da fahren. Also ich meine ganz ehrlich, wenn ich 60 bin, fahre ich sowas auch. Auf jeden Fall, ja. Denk dran, dass hier auch ein Blitzer ist, ne? Ja. Da ist der Blitzer, ich zeig ihn euch. Ja, also das nein, der ist erst neu, der Blitzer. Seht ihr den, den neuen? Ich wurde in meinem Leben von einem fest installierten Blitzer erwischt. Da ist er. Klick, klick. Nein. Also ich laber jetzt schon wieder viel zu viel und deswegen sehen wir uns im Schwimmbad. Mal gucken, vielleicht dürfen wir auch gar nicht im Schwimmbad filmen, weil das letzte Mal gab es ja auch so ein bisschen Stress. Wir müssen das diesmal ein bisschen geheimer machen. Ne? Oh, was ist das denn? Nur noch unter Wasser oder so. Naja, bis später. Baby Ben. Guck mal, bitte
toll. Grün. Oh oh, oh oh. Wir sind etwas langsam. Ja, ne? Ja, ich merke auch, wie mein Arsch geballt ist. Weil mir dann auch noch auf meiner Hüfte sitzt. Und abkühlen hier. Ich will abkühlen. Drei Wumpel, cool. So, jetzt sind wir endlich im Auto. Baby Ben ist einfach eingeschlafen, der brauchte gar keine Flasche mehr. Der ist so platt, der war auch, glaube ich, 3 Stunden lang, ja, der fährt ganz schön nah, 3 Stunden lang im Wasser und fand das total toll, wir waren in so Whirlpool und so. Ja, und jetzt fahren wir zu McDonald's, weil die Kinder wollen unbedingt ein Eis essen. Was isst du? Ich will eine Doppel-Double-Zwiebel-Schicht. Hamburger. Mir hat Happy Meal und Amy hat Cheeseburger. Zwei. So, wir sind jetzt zu Hause, also schon ein bisschen länger. Ich habe nochmal geduscht, weil ich mag das immer nicht in dem Schwimmbad duschen, das ist immer, weiß ich, finde ich nicht so schön. Jetzt ist gerade der Wasserkocher an. Die Kinder sind schon im Bett, es ist jetzt auch schon 9 Uhr. Wir sind schon seit einer Stunde im Bett ungefähr, gucken aber noch einen Film. Deswegen ist es immer ganz praktisch, dass wir halt unten in Mias Zimmer einen Fernseher haben. Dass die einfach mal, wenn man zum Beispiel Besuch kommt oder einfach mal was Außergewöhnliches, dass die einfach in dem Zimmer Fernsehen gucken können. Die gucken, glaube ich, was gucken die? Monster-Uni, genau. Das gucken die jetzt jedenfalls. Und ich mache mir jetzt noch schnell einen Hotdog. Weil wir haben ja gestern, hat Koya mit den Kindern ja Hotdogs gegessen von Ikea, diese Dinger. Und ich mache mir jetzt noch Hotdogs 2. Die Kinder haben so kleine Piccolini-Pizzen gegessen. Das heißt, ich habe mich heute sehr gesund ernährt. Ich habe heute Morgen Hotdog gegessen, dann habe ich 2 Hamburger gegessen und jetzt nochmal Hotdog. Ja. Yeah. Aber manchmal sind da Gurken drauf, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Ich wollte euch jetzt nochmal schnell erzählen, was jetzt heute überhaupt los war im Schwimmbad. Also, ich saß mit Amy im Whirlpool, mit Baby Ben, ich hatte ihn auf dem Arm und Koya war mit mir so in diesem Kinderschwimmbecken, in diesem Babybecken, die ist da immer gerutscht. Und hinter uns, also quasi ist der Whirlpool, der ist so ein bisschen höher gewesen und hinter uns im Wasser war halt irgendwie so ein Mann und auf einmal kommt der Bademeister da an und sagt zu ihm so, Hose hochziehen, mitkommen. Und ich denke, hä? Hose hochziehen? Ja, und dann irgendwie ist der so aus dem Wasser ausgestiegen und hat auch so voll die komische Badehose an, so aus wie so eine Boxershorts, so halb durchsichtig und ist dann hinter dem hergetrottet und musste quasi in diesen Kasten, da wo die Bademeister sitzen, wo alles so videoüberwacht ist und so. Und ich denke dann so, hä? Hose hochziehen? Und dann dachte ich mir so, ey, das ist irgendwie so ein Pädophiler oder sowas, ne? Der hat wahrscheinlich seine Hose da ausgehabt, ne? Der war so, weiß ich nicht, Mitte 40 oder so. Und der sah echt so aus, wie, also, der war alt. Nee, auch nicht so alt. Na klar. Also, nee, Mitte 30. Ja, Mitte 30 so alt wie du oder was? Nein, ist ja kein lustiges Thema. Also, der war, keine Ahnung, jetzt nicht 20 oder so, sondern der war halt ein bisschen älter. Wäre der jetzt 20 gewesen, also hätte ich wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, der hätte, keine Ahnung, mit seiner Freundin da irgendwie, keine Ahnung, Spaß gehabt oder so. Piep. Ja, macht man auch nicht vor Kindern und so im Wasser. Aber, ne, so war der halt alleinstehend, der sah halt schon so aus, als ob er irgendwie so einer ist. Keine Ahnung. Jedenfalls musste er dann quasi mit in dieses durchsichtige Ding da rein. Und dann ins Bademeisterhäuschen, genau. Und dann stand er dann da und der Bademeister so voll auf ihn eingeredet. Also man hat es ja nicht gehört, aber man hat die Gestiken gesehen und so. Und hat dann noch so dahin gezeigt, so nach dem Motto, so wie können sie das machen und da sich sowas halt machen, ne? Und dann ist er quasi aus dem Bademeisterhäuschen rausgegangen, stand noch so an der Tür und hat
ihren Anruf. Ich sage, jetzt ruft ihr hundertprozentig die Polizei an. Dann habe ich Amy erstmal losgeschickt, hol mal Koya her. Ja, dann hat Amy halt Koya geholt und dann habe ich Koya das alles nochmal erzählt und so. Dann saßen wir im Whirlpool und haben das die ganze Zeit so angeguckt, so was passiert jetzt, ne? Weil wir uns ja nicht sicher waren, was jetzt war. Ob das jetzt wirklich irgendwie, ob der jetzt, weiß ich nicht, irgendwas anderes gemacht hat oder so oder woran das jetzt lag. Wussten wir in dem Moment ja noch nicht. Ich habe nur gedacht, weil er gesagt hat, Hose hoch und mitkommen, dass das irgendwie so einer, so ein Pädophiler oder so ist. Einer, der da irgendwie nackig war. Und dann, während wir da so gewartet haben, kamen dann so Mädchen rein. Die waren, wie alt waren die denn? So alt wie Amy? Ja, würde ich sagen. Also 10 oder so? 11, 12. Aber nee, die waren ich jünger. Glaube, ich eher 10. Jünger sogar, ne? Also sagen wir mal 10. So 3, 4 Mädchen kamen dann so rein und meinten so, ja, wir waren beim Bademeister und haben dem das schon gesagt mit dem Mann. Und ich so, hä, was habt ihr denn gesagt? Was hat denn der Mann gemacht? Ja, die waren womit, also die Mädchen hatten alle so Taucherbrillen und so und die sind da weit rumgetaucht und er hatte seine Hose runter und hat vor den Mädchen halt sich am Geschlechtsteil gespielt. Und dann habe ich den Mädchen auch nochmal gesagt, dass ich das richtig gut fand, dass sie sich das getraut haben, zum Bademeister zu gehen und das sofort gesagt haben. Weil es ist ja auch manchmal so, dass die Mädchen sich das nicht trauen und die so, ja, bekommt der jetzt Ärger? Ich so, naja, ich glaube, der kommt jetzt gleich die Polizei und so, ne? Weil dann wusste ich ja auch wirklich, worum es ging. Oh, nicht, dass der hoffentlich findet der uns nicht oder so, irgendwie sowas haben die noch gesagt. Der kennt uns, der weiß ja nicht, dass wir das gepetzt haben und so. Die hatten halt noch Angst, dass der sie irgendwie findet oder so. Wir haben dann gesagt, dass die halt alles richtig gemacht haben und dann kam auch die Polizei und hat quasi sich das alles angehört, der irgendwie die Personalien oder so noch aufgenommen. So, die mündlichen Personalien, weil er hat ja keinen Personalausweis im Schwimmbad mitgehabt. Doch, der Bademeister ist doch, glaube ich, hingegangen und hat seine Papiere geholt oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die den dann also dann kamen halt nochmal Verstärkung. Erst waren nur 2 Polizisten, dann halt 4. Und dann haben die den halt quasi abgeführt und die anderen 2 Polizisten, eine war auch eine Frau, die sind dann mit den Kindern, mit den Mädchen, da waren wohl, also diese 3 oder 4 Mädchen, die da bei uns waren im Whirlpool, und da waren aber noch andere. Und die wurden dann befragt und das Ganze hat sogar über eine Stunde gedauert oder so. Naja, auf jeden Fall wurden die Kinder dann befragt und ja, was jetzt genau ist. Und nach 2 Stunden, wir waren ungefähr noch 2 Stunden im Schwimmbad und wir sind dann rausgekommen, da stand halt immer noch das Polizeiauto, ne? Das war irgendwie. Ja, ich denke auch, dass die Kameraaufnahmen ausgewertet haben direkt. Weil, und dass die Eltern auf jeden Fall informiert werden von den Kindern, dass die anderen Eltern informiert worden sind, was die Kinder da halt gesehen haben, ne? Weil die meinten auch so, oh, voll eklig, warum macht denn der sowas? Ja, erklär das mal so einem Kind. Ne? Und ich dann gleich so zu Koya, so, ich so, Gott, ich glaube, das ist ein Pädophiler. Und Amy mich dann gleich gefragt, was ist denn ein Pädophiler? Ja, ist mir dann auch so rausgerutscht, ne, dass ich das, ja, habe ich halt versucht, ihr das zu erklären. Ne? Sie hat es halt auch verstanden und so. Und ich habe jetzt nicht im Detail, deswegen wollte ich das vorhin noch nicht so im Auto sagen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass uns beiden so ab und zu das Wort Kinderficker rausrutscht. Und ja. Das wollte ich jetzt nicht so vor Amy und Mia und so sagen. Das müssen die auch nicht wissen, weil ich weiß nicht, ich habe es in dem Moment schon erklärt. Also Mia hat das, glaube ich, gar nicht richtig mitbekommen. Mia hat mich immer nur gefragt, warum die Polizei da ist. Und ich habe halt gesagt, das war der Böse, ne? Das ist ein böser Mensch. Genau, also Mia hat es gar nicht, auch wo wir so ein bisschen darüber geredet haben, hat Mia es gar nicht gecheckt, ne? So, was da jetzt los ist. Aber Amy hat halt schon gefragt und ich will jetzt ja auch nicht anlügen und sagen, ja, ich weiß es nicht oder so, sondern wir wussten ja, worum es da geht. Aber ich finde einfach, man muss es ja jetzt ja nicht so. Sie muss wissen, dass es halt quasi böse Menschen gibt und dass es Menschen gibt, die schlimme Sachen machen. Aber sie muss ja nicht im Detail wissen, was solche Menschen alles mit Kindern machen und so. Ne? Das muss ein 10-jähriges Kind einfach nicht wissen, meiner Meinung nach. Genau, und deswegen wollten wir das vorhin halt einfach nicht so diskutieren. Aber sie hat es ja mitbekommen, ne? Und ich finde das richtig krass. Also ich meine, man hört ja öfter mal sowas, dass sowas im Schwimmbad oder so irgendwo passiert, aber ich finde es irgendwie richtig krass, dass es bei uns im Schwimmbad passiert ist und während wir quasi dabei sind. Ich meine, es hätte auch Mia sein können. Mia hatte die Taucherbrille auch dabei und Amy ist da auch rumgeschwommen mit Taucherbrille. Es hätte auch Amy oder sowas sein können. Ich meine, also wenn Amy gekommen wäre und gesagt hätte Koya, da ist ein Mann, der hätte die Hose runter und spielt sich da an seinem Ding-Dong, ne? Also ich weiß nicht, ob die Polizei dann nicht wegen Koya gekommen wäre. Ich bin so froh, dass das nicht passiert ist. Weil, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Also ich weiß nicht, wie man da reagiert. Das kann man sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Also ich war einfach nur geschockt, dass sowas wirklich passiert. Und der Bademeister, ich fand, der hat richtig gut reagiert. Der war richtig so bestimmt Hose hoch, mitkommen. Der wirkte auch sehr, sehr angepisst auf Deutsch gesagt. Also ja, der hat sich auch richtig, also das hat man richtig gesehen an der Gestik, so, mein, so nach, also wie der so gestikuliert hat und so, ne. Also aber Koya meinte, wer weiß, was der schon alles erlebt hat in seiner
Laufbahn. Man muss es auch aus der Sicht des Schwimmbads einfach so sehen. Jetzt stell dir wirklich vor, dass sowas publik wird, beziehungsweise. Ach, weil wir es hier bei YouTube. Nein, dass sowas toleriert wird. Das ist ja das Schlimme. Dumme Menschen gibt es, oder was heißt dumme Menschen? Falsche Menschen gibt es überall auf der Welt. Das ist Fakt, das können wir auch alle nicht ändern. Aber wenn sowas gemeldet wird oder so, dann müssen die hart durchgreifen. Das haben sie gut gemacht. Ich will euch jetzt auch gar nicht damit nerven und ich habe auch schon wieder 10 Minuten gequatscht. Ich wollte damit einfach nur sagen, es war ein bisschen kacke heute. Also das war eigentlich gut, es war gut im Schwimmbad, aber das war halt ein bisschen blöd. Derbst daneben, sag ich mal. Naja, wir sagen jetzt auf jeden Fall mal gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Wir gehen noch jetzt ins Bett. Ja, aber wer weiß, vielleicht gucken die das morgen, sollen die dann wieder schlafen? Ja, dann sagt eurem Chef, Niki hat gute Nacht gesagt. Genau. Ich bleib einfach im Bett. Nein, also wir gehen jetzt ins Bubu-Bettchen und gucken The Blacklist weiter. Ich bin nämlich gestern schon wieder eingeschlafen. Ja, und ich muss die eine Folge zum 28. Mal gucken. Naja, und ich mache mir jetzt mal einen Hotdog. Jetzt ist nämlich der Wasserkocher nicht mehr an. Und ich bin ja mal gespannt, wie mega lang das Video geworden ist. Und ich weiß halt nicht, weil Amy so viel gefilmt hat und Mia so viel gefilmt, also und Kaya so viel gefilmt hat und so. Muss ich mal gucken, ob ich das sowieso in zwei Teile tue. Mal gucken. Das seht ihr dann. Wenn ihr das Video seht, wisst ihr, ob es davon einen ersten Teil gab. Wenn es einen ersten Teil gab, dann verlinke ich ihn euch irgendwo. Wenn es keinen gab, dann verlinke dann ich ihn euch. Dann verlinke ich euch ein anderes Schwimmvideo. Genau. Weil mit Schnorchel und Taucherbrille ist die GoPro doppelt geil. Ja, man darf aber nicht schnorcheln. Koi hat verbotenerweise geschnorchelt. Oh ja, aber das ist gefährlich. Ja, er wurde. Da kann nämlich Wasser oben reinlaufen. Er wurde vom Bademeister angesprochen, dass Schnorcheln verboten ist. Von einem anderen Bademeister. Von einem anderen Bademeister. Nicht von dem coolen Bademeister, sondern von dem anderen Bademeister. Aber der hat es eigentlich auch ganz gut gesagt. Der war auch ne? nett und hat es vernünftig gesagt, noch nicht bevor man. Ich habe hier einen unterirdischen Pickel oder so. Keine Ahnung, wenn ich hier drauf drücke, tut's weh. Guck mal, Liebling. Hashtag eine Runde Mitleid für Niki. Aber vom Weiten sieht man das doch hier, dass es rot ist, oder? Wahrscheinlich, weil du daran rumdrückst. So, aus die Maus. Tschüss. Tschüss, bis morgen.